Moin, moin, sagt der Norddeutsche. Heute sind wir in dem kleinen Örtchen Vremen, was wir uns mal etwas genauer ansehen wollen. Auf der linken Seite im Hintergrund sehen wir noch ein bisschen von Bremerhaven, die neue Containeranlage, beziehungsweise die Kräne davon. Oder heißt es Krane? Man weiß es nicht genau. Jetzt erscheint gleich in der rechten Bildecke ein seefestes Wasserrestaurant. Das war es zumindest bis 1979. Es könnte auch noch bis in die 80er Jahre betriebsbereit gewesen sein. Heute ist es da leider nicht mehr. Heute finden wir da eine Wasserrutsche, die auch in kleinen Becken endet, wo so die 6-, 7-, 8-Jährigen sehr gut drinnen planschen können. Und wie man sieht, sind auch schon die ersten Camper da. Resort Deichgraf, eine kleine Ferienanlage, in der man sich schon günstig einmieten kann. Meiner Meinung nach für 39 Euro ein kleines Zimmer für zwei Personen. Ja, ist leider hinter dem Deich, aber bis zum Strand sind es so 150, 200 Meter. Und ich denke, es wäre eine Überlegung wert, da mal vorbeizuschauen. Ja, hier haben wir das schöne Hotel Upleven, was hoch auf der Deichkrone sitzt und natürlich einen einzigartigen Ausblick auf die Nordsee verschafft. Nichts steht im Wege, freier Blick bei Sturm, Sonne und Wind, ein ganz tolles Erlebnis. Schauen wir uns ein wenig den Hafen an. Wie wir sehen können, ist kein Wasser da. Das ist in Vremen nichts Besonderes. Ebbe und Flut wechseln sich hier gegenseitig, ja, die Tür. Im Moment haben wir Ebbe und die Schiffe liegen auf Schlick. Der Fischkutter Pudi kam 2013 aus Friedrichskoog nach Vremen. Er wurde 1979 gebaut, ist 16 Meter lang, 5 Meter breit, hat einen Tiefgang von 1,79 Meter und hat einen MAN-Motor mit 245 PS. Die letzten Wasserreserven aus dem kleinen Hafen entleeren sich in Richtung der Nordsee. Kleine Rinnsale bilden sich zu etwas größeren Rinnsalen und fließen, wie gesagt, ab, um den Hafen komplett trocken zu legen. Dieser Schlick ist 1 bis 2 Meter tief. Wer hier von der Hafenkante fällt, kriegt richtig Probleme. Also immer vorsichtig sein an der Hafenkante. Hier auch nochmal sehr schön zu sehen, wie tief die Schraube und das Ruder von dem kleinen Kutter in dem Schlick versunken ist. Hoffen wir doch, dass die junge Dame auf der anderen Seite nicht einen falschen Schritt begeht. Hier nochmal das Hafenbecken aus einer anderen Position. Man kann sehr schön sehen, wie das Restwasser wirklich in Richtung Nordsee abfließt. Ja, und in circa eine Stunde könnte man, wenn der Schlick nicht so tief wäre, einfach drüber gehen über diesen kleinen Kanal. Wohl das Wahrzeichen von Vremen. Der kleine Leuchtturm, und so ist auch sein Name. Er heißt der kleine Preuße. Er wurde 1906 am Deich von Vremen errichtet. Und seinen Namen erhielt der kleine Preuße durch seinen schwarz-weißen Anstrich, was für einen Leuchtturm ungewöhnlich ist. Und deswegen hat man ihn einfach den kleinen Preußen genannt. Im Jahre 1930 wurde dieser schöne Leuchtturm abgebaut, obwohl man ihm kurz vorher einen rot-weißen Anstrich gegeben hat. Nach vielen Jahrzehnten, um genau zu sein, im April 2005, wurde ein Nachbau am Kutterhafen an der Ausfahrt neu erstellt und aufgerichtet. Seit 2005 steht dieser Nachbau also am Hafen und lädt die Touristen ein, an Bord zu kommen. Denn man kann diesen Leuchtturm besteigen. Und selbst eine Hochzeit ist möglich. Die muss vorher allerdings angemeldet werden. Zumindest ist der kleine Preuße heute ein Touristenmagnet, in dem sogar geheiratet werden kann. Immerhin eine Attraktion in dem kleinen Fischerhafen von Bremen.
kehren wir den feuchten Seiten von Bremen jetzt einmal den Rücken und betrachten uns einmal die grünen Seiten von Bremen und was es da zu berichten gibt. Auf diesen mehreren hundert Quadratmetern, nein, nicht Quadratmetern, auf diesen mehreren hundert Hektar großen Wiesen wird gerade das Heu eingefahren, was später den Bauern bzw. dessen Kühen als Nahrung dient. Ein Teil davon wird auch zur Silage verarbeitet. Im Winter dient diese Wiesen oder diese Wiesenflächen auch als Flutflächen, denn die Wiesen werden im Winter, wenn Sturmfluten stattfinden sollten, bis zu 2 Meter mit Wasser überflutet. Und wenn man mal genau hinschaut und genau hinsieht und solch eine Wiese betritt, dann findet man dort auch im Sommer Muscheln, Krebsschalen, Schnecken, Meeresschnecken und irgendwelches andere Geziefer, was normalerweise nur im Wasser heimisch ist. Das ist nämlich das Zeichen, dass im Winter eben halt die Wiesen unter Wasser standen. Ja, und jetzt kommen wir eigentlich auch zum Schluss unserer winzig kleinen Dokumentation, wenn ich das überhaupt so nennen kann. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Und naja, was jeder YouTuber sagt oder jeder angehende YouTuber, wenn euch das gefallen hat, dann klickt doch bitte auf meinen Kanal abonnieren und noch besser, wenn ihr die Glocke dazu anklickt. Und Kommentare könnt ihr auch schreiben, so viel ihr wollt. So, ich verabschiede mich. Und das nächste Mal werden wir uns den Bullensee in Rothenburg genauer ansehen. Also bis dann und tschüss.